Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen Anno 1800. Grüße an euch alle. Ich freue mich sehr, dass ihr mit mir gemeinsam den Anno Samstag mit WB hier habt. Wir schalten noch mehr Bedürfnisse frei, die simpel sind. Wir schalten mal die Wolle frei. Aber wir sollten auch für mehr Schafe jetzt sorgen, damit das klappt hier. Und die können wir da platzieren, wo wir gerade... Hier vorne. Das neue Deluxe. Die neue Deluxe-Lagerhalle hingesetzt hatten. Wir kopieren mal eines von diesen Schafsbetrieben hier. Komplett mit Silo, bitte. Mit Silo. Das geht, glaube ich, über Kopiertool und über Steuerungstaste gedrückt halten. Shift-Taste gedrückt halten. Jetzt haben wir beides. Keine Ahnung. Jetzt hat es auf jeden Fall geklappt. Wir können es auch hier hinsetzen. Wir können es auch hier hinsetzen und dann eine Straße nach unten hinsetzen. Problem ist nur, wenn es brennt. Dann wird die Versorgung, also Dienstleistungsgebäude kommen nicht hin, aber es reicht eigentlich aus, das Lagerhaus mit einer Straße zu verbinden. Im Ernst. Das reicht völlig aus. Ziehen wir hier die Straße rüber. Problem ist nur, alles andere, was man über Straße bekommt, kommt ja nicht an. Also Polizeiwache oder Feuerwehr oder was auch immer. Wir können den Leuten ja, die können ja auch selber alle Brände löschen. Wir setzen denen einfach einen Wasserturm hin. Die sollen sich selber dann löschen. Lösch dich doch selber, heißt auch im Internet oft, oder? Ist das nicht eine freundliche Begrüßung von Leuten mit anderen Meinungen? Sag mal denen nämlich im Internet manchmal, lösch dich. Das sagen wir denen jetzt auch. Das ist in unserem Fall natürlich super freundlich gemeint. Ja, also wenn wir einem unserer Bürger sagen, lösch dich, dann ist das eigentlich nur der nette Wunsch, ein bisschen Eigeninitiative zu zeigen. Das ist also kein Aufruf zu irgendwas ganz Schreckliches. Falls euch demnächst jemand im Internet mit diesem gemeinen Ruf begegnet, lösch dich doch, dann antwortet ihr einfach mit, wir spielen doch hier nicht Anno. Mal gucken, ob das Gegenüber das versteht. Ja. Die Felder kommen noch, Thunder. Die kommen jetzt noch. Ich will erstmal für den Turm hier sorgen. Das ist so ein Turm. Den holen wir den. Den kopieren wir den. Einmal hier rüber. Oh Gott, wo waren wir gerade hier vorne? Da kommt der Turm dazwischen. So. Jetzt noch ein paar. Ja, alles gut, gute Frau, hat Thunder auch schon gesagt. Alles gut. Einen Schritt nach dem anderen, bitte. Wir gehen mal ganz auf Nummer sicher. Die sollen sich wirklich löschen können. Und stellen ihnen noch einen Wasserturm daneben. Da kann eigentlich nichts mehr anbrennen, oder? Achtung, Karlauer-Alarm. Ha, ha, ha. Leute, war das auf der WBs Karlauer Skala, die bekanntlich von 0 bis minus 200 reicht? Eine glatte minus 200 oder kann ich noch tiefer sinken? Bitte kurz Feedback aus dem Chat, aus der WB Karlauer-Skala. Welcher Wert war das? Das sieht alles top aus hier. Das sieht sehr vernünftig aus. Jetzt haben wir mehr Wolle. Ich weiß nicht, ob die Wolle reicht. Wir überprüfen das mal kurz. Ganz knapp. Das sollte ganz knapp reichen. Ich frage mich nur, ob die Lebensqualitätsbedürfnisse damit eingezählt werden. Aber wir haben hier ein Silo gebaut. Und dank des Silos zählt alles doppelt. Das Silo braucht allerdings auch Getreide. Kurzer Getreidecheck, reicht immer noch aus. Alles gut hier. War die minus 201, meint Eisbär. Quatsch. Ich fand das völlig okay. Da geht noch was, mein Grumpelpumpel. WB, du kannst noch tiefer sinken. Ich gebe mir Mühe. So, was denn das hier? Ach, da wollten wir mal eine Handelskammer bauen irgendwann. Was wollen wir den Leuten sonst noch freischalten? Überangebot an Lehm. Könnten wir ihnen geben?
Das geht glatt auf hier. Plus minus null. Für die Steinproduktion. Andererseits, das Steinlager ist immer randvoll. Wir könnten dem mal zwischendurch ein bisschen Leben geben. Wir haben allerdings nur zwei Lehmvorkommen. Das eine ist hier. Oh, mit Strom. Doppelt so produktiv. Und eines hier vorne ohne Strom. Das heißt, wir haben de facto drei und haben vermutlich drei Ziegeleien. Ne? Einmal ohne Strom. Zwei. Und eins mit Strom. Dann haben wir ein Lehmüberangebot, Leute. Denn der Strom sorgt für eine doppelte Produktion. Nee, Gott, wie geht das doch mal? Wir überprüfen das mal bei den Materialien. Also man verbraucht auf eine Lehmgrube normalerweise zwei Ziegeleien. Und wenn eine Lehmgrube mit Strom läuft und eine ohne, dann haben wir also de facto, sagen wir mal, drei Lehmgruben. Das heißt, wir könnten sechs Ziegeleien mit denen versorgen. Es sei denn, eine Ziegelei läuft mit Strom, dann produziert die doppelt so viele Ziegel, allerdings auch doppelt so viel Lehm. Und eine der Ziegeleien zählt doppelt, weil mit Strom. Und wir haben zwei Ziegeleien ohne, eine mit. Das heißt, wir haben de facto vier Ziegeleien. Und wir haben ein Überangebot an Lehm, genau, weil wir zwei Ziegeleien nicht gesetzt haben. Ich hoffe, ihr konntet meinen wirren Gedanken folgen. Und das bedeutet, wir können problemlos den Lehm hier freischalten, als extra Geschichte. Sehr schön. Das klappt. Den Rest müssen wir liefern. Da bin ich gerade zu faul für. Jetzt überprüfen wir das noch bei den Wohnhäusern. Für die Arbeiter. Mehl. Seife. Wir haben genug Seife. Wir geben denen Seife. Die Bauern dürfen sich auch waschen. Checken mal, was es jetzt bringt hier. Es ist knapp noch genug Seife da, ganz knapp hier. Seifennachfrage wird erlaubt. Kräuterfruchtbarkeit haben wir hier keine. Die anderen Sachen, wir könnten extra Lehm für die produzieren. Extra Mehl für die produzieren. Ja. Im Augenblick haben wir bei den Zwischenprodukten an Lehm etwas zu viel sogar. Wir erlauben denen mal Mehl. Die sollen ihre eigenen Brote backen dürfen hier. Einmal freischalten für alle Bauern. Und jetzt brauchen wir mehr Mehl. Eindeutig mehr. Da wir genug Getreide haben, reicht es wahrscheinlich aus, entweder eine Mühle an ein Stromnetz anzuschließen, dann ist die doppelt so produktiv, oder eine neue Mühle zu bauen. Wir suchen mal unsere Mühle, mal gucken, ob wir die finden. Da oben ist eine. Da ist schon mal eine. Die hat Strom. Eine mit Strom. Die ist auf einer anderen Insel. Die zählen alle nicht. Ja, das heißt, wir müssten eine weitere bauen mit Strom. Sicher ist sicher. Und die sollten wir irgendwo hinsetzen, wo tatsächlich auch Strom ist. Kraftwerk ist hier vorne. Hier wird es hinpassen. Wir müssen nur mit den Straßen etwas aufpassen. Hier eine Straße weg. Ah, das. Doch, das geht. Das geht. Da passt eine hin. Der Strom kommt von links. Top. Das heißt, hier die Straße bitte weg. Einmal die Mühle kopieren. Wunderbar. Top. Jetzt haben wir hier unten noch Platz für irgendwas. Ich weiß nicht was. Getreide wird geliefert. Nochmal kurz der Getreidecheck. Da war eine Ziegelei ohne Strom, aber da wir sowieso viel zu viel produzieren, Chucks, an Steinen, finde ich das nicht so schlimm jetzt. Ne? Wir überprüfen das nochmal bei Kajebo. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mal, was ich wiederholen soll. Du musst leider deine Frage jetzt wiederholen und dazu schreiben, was ich wiederholen soll. Anders geht's nicht. Ist keine Schikane hier. Das ist die Mühle. Jetzt schauen wir mal, ob wir genug Getreide für all die Mühlen haben. Haben wir. Knapp, aber reicht. Prima. Läuft. Mehlproduktion reicht es jetzt aus für unsere Bauern.
Die extra Mehl bekommen reicht auch aus. Seifenproduktion reicht auch aus. Lehmproduktion zu wenig. Und viel zu wenig. Ich habe mich irgendwie total verkalkuliert. Das stimmt nicht. Das passt nicht. Das ist doof. Dann könnten wir entweder Ziegeleien. Wir produzieren ja zu viel Ziegel. Wir produzieren gar nicht so viel. Wir könnten ein paar Ziegeleien einfach lahmlegen. Das wäre das Simpelste. Wir schauen mal, wo die stehen. Hier oben. Und die, die keinen Strom haben und deshalb eh nicht so produktiv sind. Lager ist eh voll. Einmal pausieren. Zweimal pausieren. Jetzt schauen wir mal, ob das ausreicht. Immer noch nicht. Das heißt, die Leute verbrauchen Unmengen an Lehm. Ich würde sagen, das ist mir zu kompliziert. Was sind denn die verbliebenen Ziegeleien? Haltet das Förderband an! Eine hier vorne. Zwei daneben und die hier pausieren. Jetzt sind wir schon in Katzenwurf gelandet. Also wir könnten eine weitere Ziegelei pausieren, weil wir relativ wenig hier bauen und eher in der neuen Welt unterwegs sind. Und dann könnte es reichen hier. Immer noch nicht. Tut mir leid. Ich sperre das. Den Lehm sperre ich. Da kommen wir hin. Das ist mir zu krass. Also wir könnten von einer anderen Insel Lehm hier hinbringen. Hier haben wir Lehm, das nicht genutzt wird. Aber die Insel ist unbesiedelt. Die ist besiedelt. Drei Lehmvorkommen. Und die sind nicht alle genutzt. Das könnten wir machen. Das wäre das Einfachste. Lass uns das mal machen. Wir schließen eines der Lehmvorkommen hier an. Oder deren zwei. Arbeitskraft ist ja genug da dafür. Hier ein Lagerhaus daneben. Dann war noch ein Lehmvorkommen hier hinten. Da schließen wir auch an. Wir können ein Glas Würmer bekommen, wenn wir diese Aufgabe machen. Das ist unter meiner Würde, im Ernst. Würmer sind unter meiner Würde. Einmal anschließen. Einmal Straße runter. Noch ein Lagerhaus daneben. Die Menschen lassen sie hochleben. Na endlich. So. Und das Überangebot an Lehm, das wir haben, wir produzieren auch Unmengen an Steinen hier mittlerweile. Und das Überangebot an Lehm holen wir uns dann. Wir stellen ein. Minimum an Lehm hier bitte drin. Genau. Blau ist die Nachfrage, grün ist der Bedarf. Grün ist das Angebot. Nevermind. Und blau ist das, was die Leute nachfragen. Und wenn unser grüner Balken länger ist als der blaue oder gleich groß, dann ist alles im Lot. Alternativ ist, bestimmte Waren erst gar nicht liefern. Das geht ja auch im Einzelfall, wenn wir das wollen. Oder Waren importieren von anderen Inseln. Das ist da lokal bei der Insel nicht mit drin. Oder Waren eintauschen, falls man die Speicherstadt benutzt. Aber die benutzen wir nicht und ich will es nicht zu kompliziert machen. Ja? Gern geschehen. So, wir sagen Minimum an Lagerbestand bitte 100. Dann überprüfen wir die Handelsrouten von Katzenwurf aus. Das ist eine, das ist der Steinsprung. Morgentau hat 4 Slots, die sind alle schon belegt. Das heißt, wir brauchen eine zweite Route. Die führt dann die Handelsroute von Katzenwurf aus. Hier unten hin zur Hauptinsel. Und wir nehmen Katzenwurf den Lehm mit und bringen ihn hier runter. Und da das eine ganz kurze Entfernung ist. Ja, deshalb heißt die Insel auch Katzenwurf.
Wer von den Veteranen weiß, warum die Insel Katzenwurf heißt? Wer kann es denen, die später dazugekommen sind, erzählen? Dann bin ich ein bisschen entlastet. Warum diese Insel Katzenwurf heißt? Also ich glaube, einmal 50 reicht sogar hier. Also wir können auch zwei einstellen, aber wahrscheinlich nicht nötig. Das nehmen wir an. Dann suchen wir uns noch ein schickes Schiffchen dafür. Eines, das nichts zu tun hat. Zum Beispiel den Clipper Timlor hier vorne. Einmal zuweisen und einmal ab damit. Wir könnten sogar versuchen, Steine mitzunehmen, aber die sind eigentlich auf jeder Insel zu viel da. Wir machen einmal nur das jetzt so. Und die Route weisen wir dann der Route Heimat zu. Das sind die Routen, die innerhalb der Heimatregion immer ablaufen. Hier gibt es ein Problem. Gott, was habe ich denn hier gemacht? Was? Wie? Puh. Ach, das ist eine, die hatten wir mal abgebrochen, glaube ich. Ne? Da haben wir gar nichts eingestellt. Die muss ich einmal löschen. Metropolentaxi 2. Gibt es mehrere Metropolenrouten? Ja. Kann ich die ja wegmachen? Ja. Einmal gut. Und wieder weiter. Ja, die Entfernung ist so kurz, dass man eine Katze rüberwerfen kann. Irgendwas in der Art. Die ist ein Steinwurf oder ein Katzensprung weit entfernt. Weil ich das verwechselt hatte, hatte ich mir überlegt, ob ich die Insel Steinsprung oder Katzenwurf nennen sollte. Und letztlich haben wir uns dann bei Abstimmung im Chat, ne? Also ich habe euch gefragt, ist euch das recht? Ihr habt ja gesagt, auf Katzenwurf getauft hier. So war das damals. Wie lange das die Partie schon läuft? 125 Spielstunden und viele, viele Labereien. So, wie geht's hier weiter? Das ist alles okay. Katzenwurf und Co. Jetzt wird der überzählige Lehm nach Bullshaven gebracht. Und jetzt werden alle Bürger hier mit Lehm versorgt. Lebensqualität Lehm war bei den... Bei den Bürgern hier, ne? Schuften, schlafen, schuften. Jeden Tag das. Nee, die haben uns noch gar nicht angeschaut. Ich schwanke noch zwischen nichts haben und nichts vermissen. Hier, die Handwerker bekommen den Lehm. Der Rest ist mir zu kompliziert. Das machen wir alles nicht. Dieser Ort offenbart eine Reihe ungelöster Gleichungen. Schokolade und Mezcal könnte man den liefern lassen aus der alten Welt, dann würden hier mehr Ingenieure leben, würden schlagartig mehr Geld verdienen, falls wir eine Insel haben mit Überangeboten von beidem. Das wäre durchaus mal eine Überlegung wert. Aber ich würde eigentlich gerne gucken, wie es in der neuen Welt aussieht, weil die bekommen ja mittlerweile... Hört ihr das auch? Hört ihr auch diese Geräusche? Hallo, habt ihr das auch gehört oder ist das nur in meinem Kopf? Habt ihr auch gehört? Mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut. Keine Störung in meinen inneren Schaltkreisen, Schaltkreisen, Schaltkreisen. Alles läuft gut, alles ist perfekt. Oh, Entschuldigung, ich hatte gerade eine kleine Überspannung. Alles okay. Nee, alles gut hier. Ich weiß auch nicht, was gerade passiert ist. Und da die Leute mittlerweile Post bekommen hier, die sollten hier... Wunderbar. Ja, es leben noch mehr Artisten als vorher. Und wir haben das Bedürfnis freigeschalten. Strand. Top. Jetzt können wir hier alles ausbauen. Wir sollten von allen mehr Leute haben. Wunderbar. Riesensprung voran. Alles gut. Alles zauberhaft hier. Alles perfekt. Darauf trinke ich schnell einen kurzen Schluck Kaffee und belobige uns. Nächster Schritt.
wir richten einen schönen Strand ein für unsere Leute, für unsere Artistas. Dann erleben wir noch mehr von denen. Ja? Oh Gott, wo ist der Strand? Hier vorne, ein Strand. Strandornamente, das ist der Strand selber. Also die Leute unserer Artistas, die dritte Bevölkerungsgruppe, da leben jetzt so viele von auf unserer Insel, dass die das neue Bedürfnis entwickelt haben, dass sie am Strand nichts tun möchten. Und denen reicht nicht etwa dieser wunderschöne, weiße, grell weiße, blendend weiße Sandstrand mit dem blauen Wasser, sondern die sagen, der Strand reicht uns nicht. Wir wollen ein abgezäuntes Stück Natur haben. Da sollen Liegestühle für uns stehen. Wir wollen es nicht in den Sand selber reinlegen wollen. Wir brauchen eventuell ein paar Zäune drumherum. Wir sollen das Gefühl haben, die Natur ist uns dies abgesperrt worden. Und das ist was Besonderes, wenn man den Strand betritt. Und dann sind wir zufrieden. Dann ziehen in unseren Wohnhäusern mehr Leute ein. Frag bitte nicht nach den Details. Wie sowas kulturell funktioniert, ich weiß es nicht. Grüße an Ranger. Schön, dass du da bist, Pascal. Wir bauen denen einen Strand und das sind all die Strandornamente und die steigern die Attraktivität der Inseln und erhöhen die Reichweite von diesem zentralen Gebäude, das wir in die Mitte hinstellen. Von dem Pavillon hier. Handtuch mit Sonnenschirme, Sand, Tische mit Sonnenschirmen, Sonnenliegen, Umkleidekabinen. In den Umkleiderkabinen, das ist extra für den FKK-Strand gedacht. Da können die Bürger reingehen, damit andere das nicht sehen, wenn sie sich ausziehen, entledigen sich ihre Kleidungsstücke und dann legen sie sich an den FKK-Abschnitt unseres Strandes hin. Das muss ja alles sittlich rein verlaufen. Wir sind ja anno 1800. Das ist ein Zeitalter, in dem die Leute noch sehr ein bisschen prüde waren. Ja? Deshalb darf man sich nur in den Umkleidekabinen umziehen, bevor man dann den öffentlichen FKK-Strandabschnitt betritt. Dafür sind die da. Bootshäuser, Eissalons und Bademeister-Hochsitze hier. So, und der Strand hat zu Beginn erstmal keine große Reichweite, muss angeschlossen sein ans Straßennetz. Und den würde ich gerne mittig setzen. Hier sollen ja all die Reichen wohnen, mit den Artistas. Da kriegen wir eine riesen Reichweite hin noch. Ich ziehe mal testweise eine Straße runter. Ah, wir haben hier zu eng gebaut. Vorsicht, Treffe. Ich baue mal ein bisschen um. Schauen wir mal, ob wir die hier hinbekommen. Reicht nicht aus, ne? Von der Größe her. Wir überprüfen mal, wie viel Platz die mitnimmt hier vorne. Okay, das heißt, der eine Teil am Strand, der andere Teil draußen und der ist doch sehr breit. Es geht beinahe hier. Dann legen wir die auch nach links rüber. Gucken, ob das überhaupt geht hier. Ja, dann kann man da unten ein Problem. Also erstmal so hier. Klauen uns den Leuchtturm hier.
Einmal hier vorne hin. Wir brauchen auf jeden Fall links dann, denke ich mal, noch ein Lagerhaus. Ansonsten gibt es ja zu große Problemchen. Die Menschen lassen sie hoch. Das ist sehr freundlich, danke sehr. Meiner Meinung nach auch zu Recht, finde ich. Einmal hier vorne hin. So können wir es machen. Schauen wir mal, ob wir den Strand hier untergebracht bekommen, ob das funktioniert. Ja, es würde, wenn wir hier ein bisschen anders mit dem, ein bisschen anders umgehen mit den Feldern hier, Leute. Poncho-Weberei, Bananenplantage, okay. Etwas verkleinern, an anderer Stelle nachher vergrößern. Ein Strand bitte. Ja. Ja. Reichweite-Check. Ja, wir müssen viele, viele Ornamente bauen. Die Frage ist, kommt man dann bis links rüber? Und hier über die Brücke käme man rechts rüber. In das Viertel rechts rüber potenziell. Die Frage ist, wie groß wird, wer wird mit den vielen Ornamenten, wird das alles? Und die Frage ist echt... Reicht das aus, um hier links ganz viele Artistas und rechts? Oder soll man sagen, das ist ja das Gebiet der Hacienda. Das ist die Hacienda und hier sind keine Artista-Wohnhäuser, sondern Obrero-Wohnhäuser. Die brauchen das alle nicht. Und meine Hoffnung ist halt, ob man hier vielleicht eine Straße hier rüberziehen kann. Wisst ihr was, ich mache das mal im Blaupausenmodus. Oh Gott, ist das hässlich. Ne? Und dann würden wir, hätten wir hier die Verbindung, dann würden wir rechts nochmal so ein Artista-Teil hinsetzen. Ne? Da könnten wir rechts mit den Artistas weitermachen hier vorne. Hier würden Artistas leben. Die Frage ist, wenn man genug Ornamente setzt, reicht dann die Reichweite über die Straßen, wenn man Steinstraßen setzt. Also das kann ruhig, das können auch Journaleros sein. Aber reicht das, sagen wir mal, hier bis zum Ende hin? Was sagt ihr? Weil das zupflastert mit Ornamenten. Es gibt so viele noch. Das, aber die müsste man daneben hier drumherum setzen hin, ne? Und die müssten verbunden sein, glaube ich, mit denen. Das reicht nicht aus. Meint ihr, das reicht für die ganze Insel? Jack meint nein. Combo Life meint, ja, es reicht. Karierter Hut meint, ausprobieren. Sehr schön. Die ersten drei, die wir schreiben, haben schon mal drei unterschiedliche Meinungen. Das tut mich gut. Man kann unbegrenzt viele setzen, aber bei der Hacienda ist es ja so, da gibt es ein Maximum, wie weit das reichen kann. Kann ich die ein Stück weiter nach unten schon mal setzen? Den Besucherhafen? Leider nicht. Die Poncho-Weberei können wir umsetzen. Die kann ganz woanders hin. Die ist hier Unfug. Die kommt mal ganz woanders hin, bitte. Straßenverbindung durchgehen schon mal machen. Das ist hässlich. Das kommt gar nicht in Frage, ja. Kann man da irgendwas anderes hinsetzen? Geben Sie uns einen und Kurs. Das hier vorne wäre dann der Strand. Und jetzt reicht er weiter und mit Steinstraße und Ornamenten, also diesen Bereich hier links, sollten wir abdecken können. Das sollte klappen. Ja.
Das sollte funktionieren. Notfalls kann man das Konto noch umsetzen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ihr müsst mir kurz Bescheid geben, müssen aber alle Ornamente, die man platziert, soll den schon mal setzen einfach. Den kann man da immer noch umsetzen. Da ist er. So, jetzt probieren wir das mal aus mit den Ornamenten hier. Und die müssen stehen neben dem Strand, ne? Und direkt daneben, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Das heißt, das hier ginge zum Beispiel nicht. Und er reicht bis hier vorne. Hier könnte der Weg beginnen. Da müssen wir halt ein bisschen springen. Bitte einmal hopsen hier. So geht's schon eher. Ich glaube, die brauchen alle, müssen nicht daneben stehen, heißt es im Chat. Die kann ich auch ganz woanders hinsetzen. Ist das völlig egal, wo ich die hinstelle? Warum sind die denn im Blaupausenmodus gerade? Jetzt nicht mehr. Müssen die denn überhaupt die kann man überall auf die Insel hinstellen. Ist das völlig egal, wohin? Funktionieren die denn dann noch? Ja, dann ist das doch egal. Dann können wir die in die Innenstadt reinstellen. Da können wir vielleicht sogar einen Beachvolleyballplatz in der Mitte der Siedlung errichten. Ein paar Liegestühle drumherum. Und alle würden das verlängern. Ja, das ist ja top hier. Dann ist es ja gar kein Problem. Dann machen wir das hier aber ein etwas hübscher noch. Oh Gott. Verschandelung der Natur hat. Du hast deinen Namen, er heißt WB. Das ist das ist für die Touristen. Das ist ein extra Spaziergang hier, den die machen können. Das ist alles Absicht hier. Ja? Da kommen die Touristen von irgendwo her, hier rüber. Das wird ein Traum werden. Wir verlängern erst die Plantage hier vorne noch. Machen die noch etwas in lang, bitte. So. Hier haben wir noch leider einen Knick in der Optik. Den mache ich noch ein bisschen in schick. Da können wir haufenweise Ornamente hinsetzen. Das ist so ein Tourismusweg. Und hier vorne machen wir gleich noch irgendwas anderes Schickes hin. Da kommt noch ein Artista-Quartier hin. Strand läuft bis hier vorne hin. Und jetzt schauen wir, dass wir... Jetzt ziehen wir hier noch ein paar Steinstraßen lang. Dann ist die Reichweite noch eine ganz andere. Sehr schön. Sehr schön. Schauen wir mal, wie weit der Strand jetzt reicht. Ja! Und hier können sie sich ja noch ganz weit ziehen. Hier werden alle Leute mit Strand versorgt, ohne dass wir mit nur einem Ornament bislang. Strandbedürfnis ist da, mehr Menschen ziehen ein. Demnächst kommen noch die Parfums. Das heißt, die brauchen gar keine Seife, die benutzen Alternativparfum. Eins von beidem. Also entweder Körperpflege, dass man keine Parfums braucht. Oder ersatzweise auf Seife und Waschen verzichten und Parfums benutzen. Kurze Frage in Twitch-Chat. Vielleicht könnt ihr auf YouTube auch gerne schreiben, mal mir erzählen, wie ihr das privat handhabt. Was benutzt ihr? Parfum oder Seife? Was wir tun, seid ihr die Fraktion, die sagt, mein Körper muss nicht duften, solange ich ein großes Sortiment an Parfums habe? Oder sagt ihr, so eine kleine Dreckschicht auf dem Körper,
Die muss leider weg. Ich habe kein Geld für Parfum. Welche Fraktion seid ihr? Die sollen ins Meer springen, heißt es im Twitch-Chat. Wie das denn dir? Du bist aber echt hier ein also echt. Ganz einer, der auf ganz großem Fuß lebt. Mit der Satir outet sich Herbe angeblich unser David parfümierte Seife. Du bist echt ein alter Angeber hier. Seismi, du bist auch Angeber oder Angeberin. Schande über Seismi, im Ernst. Duftende Seife, ein bisschen mehr Bescheidenheit bitte. Shai dagegen berichtet, ich wasche mir immer nur die Füße, Dreck rutscht dann nach unten, gute Einstellung. Kernseife riecht doch super, meint Kayebo. Also das hier vorne sieht schon mal top aus. Und hier kann man haufenweise weitere Ornamente hinsetzen, um die Reichweite zu vergrößern. Das sieht irgendwie doof aus hier, finde ich. Das geht eher. Oh Gott, was habe ich gemacht? Ich meinte natürlich das hier. Dazwischen setzen wir noch irgendwelche Parks oder anderen Deko-Geschichten. Dann die gute Straße, die gute Steinstraße hier oben lang. Hier hin, dann kommen wir in dieses Wohnviertel noch rein. Top. Wie weit reicht es jetzt? Wunderbar. Und ich glaube, es könnte sogar für andere Bevölkerungsgruppen noch das Bedürfnis freischalten. Für die Obreros, hatten die auch ein Lebensqualitätsbedürfnis nach Strand? Ja, Samba-Schule, Schreibmaschinen, Chroniken, Motorrolle, Strand. Die Obreros dürfen an den Strand. Top. Das gilt, glaube ich, auch für die Obreros hier vorne, oder? Ja, ist freigeschaltet. Aber bis da oben reicht es nicht hin, ne? Über die Brücke hier. Wir müssen hier eine Abkürzung bauen. Es trägt Ihre Handschrift. Nein, habe ich die Zeitung vergessen? Sie haben an Einfluss gewonnen. Oh Gott, ich habe die Zeitung vergessen. Ich war so versunken im Spiel. Jetzt haben wir eine Minus-Unzufriedenheit bis zum Ende. Ich hatte... Ach, wir haben auf automatische Veröffentlichung geklickt. Wir hatten keine Meldung bekommen, weil ich hatte auf und eine Sache wurde überschrieben und die anderen nicht. Die beiden hatte ich eingestellt mit automatischer Veröffentlichung, das hat man nicht unterschrieben. Ich mache mal den Haken bei automatischer Veröffentlichung weg. Wir könnten 5 Minuten zurückspringen. Sollen wir das machen? Blitzingsgerät bitte jetzt im Chat hochhalten. Bitte mal das Blitzingsgerät posten. Danke an Eisbär. So ist es richtig. Alle bitte ins blaue Licht reingucken. Ah, das heißt, die automatische Veröffentlichung von bestimmten Zeitungssachen überschreibt auch die Meldung, Achtung, bitte mal die Zeitung beobachten. Und entweder man überschreibt alles oder nichts, wenn man abspeichert. Okay. Stop Flame, Marco, Seven Ducks, Black Panther, alle bitte ins blaue Licht gucken, danke. Alle bitte in das blau flackernde Licht reingucken. Marcel, hi. Sehr schön. Einmal Segel setzen. Jetzt bitte Licht ausmachen. Willkommen am Anno Samstag mit WB. Ich hoffe, es geht euch gut. Falls ein kleines Unwohlsein führt, empfindet in eurer Wahrnehmung von Raum und Zeit, das, alles ist gut. Alles ist gut hier. Das sieht top aus hier. Sehr schön. Und hier vorne Zeitungsfreigabe bitte. Bei besonders guter Laune, Direktor. Das überschreiben wir hier einmal. So Leute, jetzt hauen wir ein Riesenangebot und an mehr Zufriedenheit rein. Veröffentlichen das einmal. Alles gut. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Ja, finde ich auch. So, und jetzt müssen wir nur das hier nochmal kurz verändern.
Sie haben an Einfluss gewonnen. Meiner Meinung nach völlig zu Recht. Ziehen hier nochmal so wie eben. So wie wir ziehen mal die Straßen hier rauf. Fast versprochen. Hier oben wieder hin. Hier oben das erste Mal hin. Hier jetzt auch nach links bitte. Hier geht's rauf. Sehr schön. Ja. Perfekt. Wunderbar. Funktioniert. Ja. Klasse. Ich gehe nach links rüber. Top. Prima. Das sieht sehr, sehr gut aus hier. Jetzt mal prüfen wir kurz, wie weit der Strand jetzt reicht. Mit nur einem Item hier, ne? Genau. Mit einer exklusiven Sonnenliege für einen Menschen. Und die bekommen das nicht. Und damit die hier vorne den Strand bekommen, müssen wir eigentlich nur Folgendes machen. Wir müssen gleich hingehen und die Bananenplantage hier vorne so umdekorieren, dass wir hier eine Verbindung ziehen können zu der Brücke. Oder eine zweite Brücke hier machen. Obwohl, das ist ein bisschen eng. Das Einfachste ist hier runter und hier irgendwie zaubern. Hier müssen wir irgendwie tricksen. Können wir auch jetzt schon machen. Hier tricksen wir gleich. Genau an dieser Stelle.